Wer ist denn Lord Abaddon? Er wird die Welt beherrschen. Wer ist das denn jetzt? Du kennst den größten Erfinder der Welt nicht. Der Doc Tessor. Muggel? Ja, Abkürzung für mobiles unterirdisches Geheimlabor. Hab ich erfunden. Das sind eure Klone, mein Lord. Der Lord, er ist weg. Mit dieser eiförmigen Erfindung sollte es mir gelingen, ihn aufzuspüren. Im Muggel, da herrscht Dummheit. Die Dummheit? Was meinen Sie damit? Hier, schau. Halten Sie sich von Ihren Smartphones fern. Sie zeigen darauf TV-Sendungen und verbreiten so das Virus. Hase? Hase aufwärts. Du hast den Virus auf die gesamte Menschheit losgelassen. Wir wissen endlich, wo sich der Lord befindet. Die Reise dorthin wird nicht leicht, denn überall auf der Erde verbreiten sich die Dummbies. Deswegen habe ich neben Nummer 8, unserem Militärklon, meine fähigsten Spionagenten auserwählt, mich auf diese Reise zu begleiten. Agent Tina, nachdem ihr mein Musicalisator auf den Fuß gefallen ist, bekam sie die Gabe, durch ihren Gesang ihre Gegner in verschiedene Stimmungen zu bringen. Agent LeMann, als ihm während einer Übung ein Missgeschick mit einem Stock passierte, hat er die Kraft entwickelt, jedes Lebewesen zu betören. Agent Wolf, nach einem meiner Experimente wurde er zu einem Werwolf. Nur verwandelt er sich nicht bei Vollmond, sondern immer dann, wenn ihn keiner ansieht. Spionagenten, wir werden nun auf die Reise gehen. 5 Gefährten, so sei es. Wir bilden die Gemeinschaft des Dingens. Lasst uns losziehen! Auf geht es! Ich dachte, Sie gehen auf die Reise. Wozu haben wir ein mobiles unterirdisches Geheimlabor? Ich denke, es wird Ihnen keine andere Wahl bleiben. Was? Das Benzin ist alle. Und erfindet. Das Muggel läuft mit Benzin? Soll ich mal mit dem Tank reden? Ja. Nummer 10? Was? Wissen Sie eigentlich, was uns durch die Umwandlung von Mitarbeitern in Dummies für Kosten entstanden sind? Wo sind denn deine Haare geblieben? Keine Ahnung, alle Klone sind heute so aufgewacht. Was? Ah! Ah! Nummer 10, das Benzin ist alle. Wir werden jetzt auf die Reise gehen und den Lord suchen. Mhm. Besorg du in der Zwischenzeit 80.000 Liter Benzin, damit das Muggel nachkommen kann. 80.000 Liter Benzin? Seid ihr vollkommen wahnsinnig geworden? Ich habe von Anfang an gesagt, wir hätten auf Hybrid umstellen sollen. Boah! Die Reise wird zu Fuß länger dauern. Ich brauche was zu essen. Soll ich es Ihnen besorgen, Herr Dr. Tessor? Dr. Tessor, wir sollten keine Zeit verlieren. Agent Wolf hat recht. Danke, Ramona. Ramona? Eine meiner vielen Assistentinnen. Assistentin? Hm? Sagen Sie, haben Sie gar keinen Kittel? Oh, den habe ich wohl verschlammt. Der schöne Kittel. Und so suchen wir den Lord mitten im Überleben, seht's euch selber an. Schön die Sonne und dieser Frieden hier. Zimmertanne, hörst du das auch? Was? Och nö. So Leute, genug gequatscht, jetzt wird gezockt. Und zwar spielen wir heute Gniechels Wichtel-Game. Ja, und was? Was zur Hölle? Warum schreibt ihr so einen Quatsch? Okay, wir wissen auch nicht, was hier los ist. Irgendwas ist im Büro ausgebrochen. Glaubst du, das eine Kissen reicht? Ich weiß es nicht. Wir haben uns hier im Raum verschanzt. Was ist da? Nummer 7 und 8 an Basis. Wiederhole, 7 und 8 an Basis. Hört ihr mich? Was? Wir brauchen Verstärkung.
Verstärkung. Wir werden angegriffen. Von wem? Wissen wir nicht. Unsere eigenen Leute attackieren uns. Womit? Mit Smartphones. Es hat sich heute Morgen im Lager ausgebreitet. Seit 5 Uhr wird zurückgeschossen. Wir sind die Letzten, die noch übrig sind. Wir brauchen Verstärkung. Nein. Ich bin ein Stein. Ich bin ein Stein. Ich sehe überall dumme Menschen. Hast du was zu unterschreiben, oder? Ich hab mir das keine Sekunde länger angucken. Was? Ah. Na endlich. Hey. Los geht's. 1, 2, 3. Wer erfand das Bau, aber weiß es nicht genau? Der Dr. Sohn. Wer erfand das Tri, aber nutzte es einfach nie? Der Dr. Sohn. Was ist von... Was? Leute. Hey. Nein. Nein, 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 nein. Oh Gott. Ah! Lass uns ein mobiles unterirdisches Geheimlabor bauen, haben sie gesagt. Und wer denkt an die Folgekosten? Allein die Kfz-Versicherung verschlingt Unsummen. Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Wir müssen dort entlang. Ich habe extra einen Späher vorweggeschickt. Wen denn? Ratchet aus der Späher-Abteilung. Au, dann brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. So, folgt mir. Woher weiß Ratchet eigentlich, wo es lang geht? 1000 Liter Benzin fürs Muggelsaft. 5 Liter geschafft. Ah, fuck, ich muss mir Kanister besorgen. Es ist gar nicht so leicht, die Dubis loszuwerden, ohne sie zu töten. Der Doc Tesser ist sich sicher, dass er ein Gegenmittel erfinden wird. Es sind schließlich viele aus dem Imperium unter ihnen. Dennoch hätten wir sie durch einen brutalen, offensiven Angriffskrieg einfach erledigen können. Also ich fand die Idee von Agent Wolf ganz gut, sie einfach an den Baum zu stellen. Ja, aber es war deine Idee zu sagen, immer an der Wand lang. Oh nein! Pisspage! Ratchet! Nein! 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 Wein nicht um mich, Agentina. Eine Schusswunde. Dann haben wir es nicht nur mit Dummies zu tun. Ich denke, der Lord wurde in der Tat entführt. Das bedeutet Krieg! Yay! In 50 Metern sind wir beim Lord. Aber wie kommen wir da durch? Oh, kampflos jedenfalls nicht. Warte, ich komme da durch. Oh, Dr. Tessor, wir halten diese in Schach. Wie wollen Sie da durch? Ich habe eine coole Dämlich-Brille. Cool? Dämlich! Thank you.
Was? Schönen guten Tag. Piefke, was willst du? Ich habe zu tun. Haben Sie den Kanister befüllt? Den Kanister? Den Kanister? Glaubst du vielleicht, dass ich irgendwie 80.000 Liter Benzin in einen einzigen Kanister reinfüllen kann oder was? Hä? Glaubst du vielleicht, der ist größer von innen als von außen oder wie? Der Kanister würde immerhin reichen, um das Muggel zu füllen, damit wir zur Tankstelle fahren können. Dort drin befindet sich der Lord. Und der Wächter ist ein Beweis, dass er entführt wurde. Ich komme da nicht vorbei. Von nun an musst du weitergehen, mein kleiner hirnloser Gehilfe. Dich wird der Wächter nicht sehen. Schleich dich an ihm vorbei, kriech durch den Türspalt durch, komm zurück und berichte, was du siehst. Wird erledigt! Was genau machen Sie da? Er hat dich entdeckt! Rückzug! Rückzug! Ein Mann mit Stil weiß immer im richtigen Moment aufzutauchen. Ein Mann mit Stil? Ist der Lord wirklich hinter dieser Tür? Ja, genau hinter dieser Tür. Dann sollten wir ihn endlich da rausholen. Mein Lord! Was hat man euch angetan? Hallo ihr Lieben, ich bin ganz doll gespannt, wie euch die Folge gefallen hat. Bitte schreibt es doch in die Kommentare. Hier oben kommt ihr direkt zu den Kanälen der YouTuber, die an der Produktion beteiligt waren. Die Kanäle der anderen YouTuber findet ihr in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch nochmal alle Doc-Tessa-Folgen angucken. Und da kommt jetzt Martin Fischer zurück in den Zukunftsspecial. Ich freue mich über jede weitere Verbreitung der Doc-Tessa-Serie. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Rock'n'Roll! Miau? Doc Tesso? Soll ich so etwa in den Krieg ziehen? Endlich hat unser Katzenmensch einen Taktik Erfolg! Da muss ich wohl auf den falschen Knopf gedrückt haben.